Mein Arbeitsplatz ist eigentlich zu 90% der Woche die Verkaufsfläche. Dort kümmere ich mich um die Ware, wie ist die Ware präsentiert, wo ist welche Marke aufgebaut, ist die richtig beschildert, ist es logisch für den Kunden. Andererseits ist ein Riesenpunkt auch das Personal. Ich bin zuständig für die Personalplanung und auch, dass es jedem bei mir in der Abteilung gut geht. Der dritte große Block, für den ich zuständig bin, sind so Daten und Fakten. Also ich analysiere auch mit einem Zahlentool, ich reporte. Prinzipiell komme ich natürlich in der Früh hier ins Büro, setze mich erstmal an meinen PC, check meine Mails und im Anschluss gehe ich dann meistens ins Gespräch aktuell mit meinem Zentraleinkäufer, der mich einarbeitet, und dem begleitenden Controller. Es ist natürlich sehr wichtig, auch sich als Einkäufer über Trends zu informieren. Ich persönlich mache das über die klassischen Formen von Zeitschriften, die alteingesessen sind. Aber heutzutage ist natürlich Social Media auch unabdingbar. Bin da fast täglich auch in Instagram oder in den ganzen anderen Social Media Kanälen, um mir da eben Inspirationen bzw. ja, Trends einzuholen. Die Arbeitszeit im Verkaufshaus ist sehr flexibel, finde ich, da wir echt die Personaleinsatzplanung nach Mitarbeiterbedarf und Wunsch teilweise auch machen. Also wenn wer von uns einen Termin hat bzw. einen freien Tag braucht, war das bis jetzt noch nie ein Problem bei uns. In der Zentrale bzw. im Einkauf kann man aufgrund von Homeoffice-Möglichkeiten oder auch Flexoffice sich wirklich eigentlich die Arbeit oder die Arbeitszeit gut einteilen. Und da wird auch geschaut, dass man wirklich auch Möglichkeiten hat, für seine Familie da zu sein, auch noch seine Freunde zu sehen. Also prinzipiell gesehen würde ich sagen, die Work-Life-Balance ist wirklich gegeben. Also das Arbeitsklima generell ist wirklich familiär. Man spricht hier sehr vom Teamplay, was ich auch wirklich auch so wahrnehme. Also sowohl im Verkaufshaus, auch als hier in der Zentrale, es wird einem unter die Arme gegriffen, man fühlt sich unterstützt und es ist auch ein Miteinander, wodurch viel entsteht, und das schätze ich auch enorm. Wichtig für mich persönlich und genauso für meine Mitarbeiter ist, dass man eine sehr gute Kommunikation hat und sehr gut zuhört. Wir haben natürlich Weihnachtsfeiern in Verkaufshäusern. Es gibt hier in der Zentrale Kick-Off-Events, die wirklich dann vor einer neuen Orderphase oder so stattfinden, wo man so mal als Team zusammenkommt. In der Abteilung selbst kann man das dann auch vereinbaren, dass man sich, sagen wir mal, jede 3 Monate mal zusammensetzt, einfach mal außerhalb von der Arbeit plaudert und sich da besser kennenlernt.